Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Colonization 1 von 1994. Ich bin der Captain und wer mich kennt, weiß, ich spiele immer ganz gerne kriegerisch, weshalb ich hier die Spanier auch genommen habe. Gut, ja, was hatten wir eigentlich das letzte Mal? Das letzte Mal haben wir, mal hier so die ganze Ecke, das letzte Mal haben wir hier mit unseren Fregatten oder mit unserer Fregatte, ich weiß es gar nicht mehr. Gucken wir doch mal gerade unseren Flotteninspekteur an. Eine Fregatte, ja. Und ein paar Handelsschiffe. Ne, da ist die zweite Fregatte. Wusste ich doch. Aha, mit unseren Fregatten haben wir hier dem Holländer das Leben schwer gemacht. Ich gucke gerade mal hier in die Stadt rein. Da ist keine Fregatte, dann ist die andere gerade irgendwo unterwegs. Ja, damit ich ihm ein bisschen was abknapsen kann und vor allen Dingen, damit hier diese Städte hier vom Holländer nicht so schnell, also hier müssen ja noch weitere sein, die sind halt wahrscheinlich alle versteckt, damit die nicht so schnell sind, gut werden, sagen wir mal. Machen wir mal, was sagt denn der, wo wollte ich jetzt hin? Der Kontinentalkongress. Der Stäubesand kommt demnächst. Ja gut, wenn der Stäubesand kommt, dann kann ich auch demnächst die Zollhäuser bauen. Wunderbar. Und dann kann ich mich absolut unabhängig machen von meinen Handelsschiffen und alles über die Zollhäuser verkaufen. Sehr gut. Jo, und was haben wir hier noch Schönes? Wir haben hier unseren Dragonertrupp, der ein bisschen die Indianer stürzen soll. Und ich habe schon gesehen, hier ist ein Indianer und da drüben sind wahrscheinlich noch weitere. Waren das jetzt eigentlich neue Indianer? Ne, die gehörten noch zu den anderen. Dann kann ich aber trotzdem versuchen, da drüben noch ein paar Dörfchen zu machen, wegzumachen. Dann kriege ich noch ein bisschen Geld. Oh, da eine große Galeone, verdammt. Und ein Handelsschiff. Jawohl. Und das Lagerhaus ist fertig. Jawohl. In unserer kleinen Siedlung hier, die wir auch mal ausbauen wollen zu einer größeren, ist endlich das Lagerhaus fertig geworden. Ja, und nach dem Lagerhaus. Was kommt jetzt nach dem Lagerhaus? Wir haben keine Werkzeuge hier drüben. Wir haben allgemein zu wenig Werkzeuge. Was bauen wir denn jetzt hier noch? Den Tabakladen. Der hat schon ordentlich Tabak. Tabakladen, 20 Werkzeuge. Ich habe halt keine Werkzeuge. Pferde habe ich auch keine. Schulhaus. Verlag, ich habe keine Werkzeuge, wie üblich. Na komm, nehmen wir erstmal die Kirche. So, die Kirche geht auch. Kriegen wir neue Leute. Zucker, gut. Zucker ist fertig. Damit hat er jetzt hier 300 Zucker. Okay. Warum hat denn der hier eigentlich jetzt 300 Zucker? Der sollte doch den Zucker eigentlich weitergeben. Warum macht denn der das nicht? Na gut. Erstmal die Eisenhütte fertig kriegen jetzt. Komisch mit dem Zucker. Na gut. Verschenken wir halt den Zucker, den wir haben. So, was haben wir hier? Die hat, ah ja, Felle und Zigarren. Muss ich da irgendwas an Bord nehmen? Nö, muss ich nicht, ne? Ja, passt. Genau. Noch einen von den großen. Und dann habe ich dort drei große. So. 1, 2, 3, 4, 5. So. Gucken wir doch mal. Einmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, da drüben muss schon irgendwas sein. Und ab in die neue Welt. In die alte Welt, meine ich. Zack. Verkaufen. So, gucken wir mal. Zack. Beschädigt. Jawohl. Das kann schon mal nichts mehr machen. Sehr gut. Hat zwar nichts geladen gehabt. Ah, da oben ist doch schon einer, der was geladen hat. Sehr gut. So, was nehmen wir jetzt als nächstes? Was können wir denn jetzt noch nehmen? Einen freien Siedler.
Und da ist doch schon der Peter Stäubesand. Sehr gut. Zollhäuser, willkommen. Ja. Jetzt gucken wir mal. Was macht denn der Sepulveda? Das ist wahrscheinlich das unterworfene Ureinwohner konvertieren und der Kolonie. Konvertieren. Hä? Durch seinen Beitritt zum Kongress erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass unter. Ach so, ich krieg mehr Konvertiten. Okay. Benjamin Franklin. Handel und Frieden machen kann. Jones. Halten ihre Kolonialseestreitkräfte eine weitere Fregatte. Okay, das ist natürlich auch jetzt nett. Jetzt kann ich sie nämlich langsam brauchen. Hernando de Soto, Erkundungsberater. Wie Gerüchten über untergehende Städte nachgegangen, erhalten sämtliche Einheiten einen erweiterten Sichtradius. Da sieht man ein bisschen mehr. Jakob Fugger. Okay, hebt die Boykotte auf. Nee, komm, wo ist denn. Der Jones war das, ne? Genau, die Fregatte. Jones, gib mir die Fregatte. Genau, brauche ich sie nicht bauen. Ist zwar nicht besonders viel, aber ich habe die wichtigsten Sachen, habe ich jetzt. Jetzt ist alles andere ist Bonus. Ist einfach ein Bonus. So, Eisenhütte auch gebaut. Damit hat er jetzt genug an Werkzeugen. So. Waffendepot vielleicht noch bauen. Dann kann er gleich die Waffen herstellen. Festung, brauchen wir die hier eigentlich? Im Landesinneren. Na, komm, wir machen erstmal was Kleines zwischendrin. Komm, die Kirche. So. Wir brauchen gar nicht so viel mehr hier. Artillerie kostet Werkzeuge. Kann der hier nicht mit Werkzeugen ausgestattet werden? Nein, kann er nicht, verdammt. Na, so schnell muss der hier nichts mehr bauen, oder? Kann ich hier noch. Doch, ist das Zollhaus vielleicht? Wenn der das Zollhaus hier direkt baut, kann ich hier direkt das Fell, den Tabak und so, kann ich direkt hier ein paar Sachen verbauen. Wobei das Zollhaus, was steht denn da jetzt? Handelsbeziehungen mit Europa. Auch nach Ausbruch der Rebellion, was andernfalls unmöglich wäre. Entscheiden Sie, welche Waren und Rohstoffe Sie regelmäßig nach Europa verkaufen möchten. Läuft dann automatisch. Sie müssen Ihre Schiffe nicht mehr be- und entladen, da diese Aufgabe durch die Kaufmenschen. Okay, gut. Also eigentlich ist ein Zollhaus dann doch das Richtige, ne? Na komm, lassen wir es erstmal bei der Kirche. Bei der Kirche. So, und 50 Werkzeuge. Wie viel der braucht? 100 Werkzeuge. Okay, dann muss ich mal warten, bis ich 100 Werkzeuge in Silver City habe, damit ich sie dann auch dahin bringen kann. Reicht das? Go und Sevilla. Zack. Ja, passt. Nein, ich will nicht an Land gehen. Na gut, wenn da nichts ist, dann muss ich halt noch ein bisschen weiter. Ho, Fregatte. Komm, zack und zack und zack und zack und Feuer. Jawoll! Erz und Felle und Baumwolle und das Handelsschiff muss nach Amsterdam zurück. So, wunderbar. Galeone will vorbei und.
Dann wollen wir mal weg damit und verkaufen und verkaufen und verkaufen. Sehr gut. Was haben wir denn hier Neues? Oh, 757, die werden immer teurer jetzt. Naja, kaufen irgendwas. Artillerie, ausbilden irgendwas. Erfahrene Soldaten, große Staatsmänner. Pff, mitreißender Prediger. Naja. Jo, also ich würde mal sagen. Aha, Meisterschmied. Ich habe da einen Schmied. Den könnte ich. Ah, müsste ich. Weitere. Ah, wir nehmen erstmal den einen mit. So, und sparen noch ein bisschen. Dann können wir noch eine Fregatte nehmen. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen mehr dem Holländer einheizen. Jawohl. Da sind Indianer. Und da oben ist eine Siedlung. Jawohl. Jetzt will ich aber erstmal zu der Siedlung wieder zurück. So. Zack. Alle da entladen. Ja, erstmal alle entladen. Da war da noch einer drauf. Der da. Und so. Und jawohl. Nettel, Felle, Erz, Baumwolle und die muss auch zurück. Sehr gut. 3, 4, 5. So, sehr gut. Jetzt kann ich wieder ordentlich verkaufen. Das heißt, gleich gibt es die nächste Fregatte. Okay, rum und alles. Ja, und zack, verkaufen. 5000, jawohl. Kaufen, Fregatte, sehr gut. Zack. Segel setzen. Jawohl. Und Segel setzen. Ein Siedler in Cigallo hat den Beruf des Farmers erlernt. Dann wollen wir mal schauen. Ja. Gut, damit haben wir jetzt hier den Farmer im Schulhaus. Was ist das hier eigentlich nochmal für einer? Ein Zuckerrohrpflanzer. Komm, Spezialfertigkeit löschen. Ich brauche dich als Zuckerpflanzer nicht. Ich habe genug Zucker hier. Ich brauche dich nicht als Zuckerpflanzer. Ich brauche dich, wenn dann, noch als Farmer. Dann machen wir nochmal einen als Farmer. Du Farmer und du wirst Staatsmann. So. Ja. Haben wir nämlich noch mehr Nahrung. Sehr gut. Oh, der Verlag. Mir fehlen die Werkzeuge. Das gibt's nicht. Ich muss Werkzeuge rüber transportieren. Ein Siedler in Suguria hat den Beruf Staatsmann erlernt. Jawohl. Gut, damit haben wir hier die ganzen Leute fertig. So, und du kannst wieder zurückgehen und Siedler werden. Und du gehst Staatsmann. So, 92 Glocken. Das ist doch mal echt fett. 92 Glocken ist echt fett. Gucken wir doch erstmal, was unsere Soldaten hier machen. Einmal so und Angriff. Ja, und ich wollte natürlich weiter da drüben angreifen. Und ab nach Spanien und nochmal angreifen. Jawohl, das Schiff kann da stehen bleiben. Und der nächste. Jawohl. Und der letzte. Alle erfolgreich gewesen. Dieses Cherokee-Dorf ist auch bald weg. Kontinentalkongress. Hey, wir haben nur gerade mal so ein paar Runden gemacht und schon sind die alle da.
Also es sieht gut aus. Also über den Kongress werde ich hier richtig gut werden. Oh, ein Piratenschiff. Ja, wir bieten euch 54 unserer 109 Nahrungsmittel und dafür gibt es die nächsten Konvertiten. Jawohl. Abgewehrt. Preise wieder gestiegen. Und verkaufen und verkaufen und verkaufen. 599, okay. Meister Waffenschmiede. Mhm. Nee. Der muss leer bleiben, damit er nämlich gleich wieder loslegen kann. Ja, und hier mir fehlen jetzt die Werkzeuge. Das war mir so klar. Die Werkzeuge fehlen und er kann es nicht vervollständigen. Na gut, wenn ihm die Werkzeuge jetzt fehlen, dann müssen wir hier mal weitermachen und setzen wir ihn. Nee, nicht als Tabakhändler. Was mache ich denn hier? Zucker, Zucker, Zucker. Hä? Wo ist er denn jetzt? Hä? Ach so. Ich dachte, ich könnte hier eigentlich auch eine Runde. Konnte ich hier nicht irgendwie auch. Sollte ich hier nicht auch irgendwie ein bisschen was an. Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, Rum liegt auch bereit. Sehr gut. So, jetzt gucken wir nochmal. Sollte ich da nicht auch irgendwo so ein bisschen. Ach, da unten. Ah, da, die Felder. So. Nahrungsmittel, du gehst da oben hin, du gehst dahin und jetzt kannst du hier Tabak anbauen. So, ich wollte doch Tabak haben, genau. Und du solltest hier auch Tabak anbauen. So, damit haben wir genug Tabak. Der kann das Holz sammeln. Der Verlag läuft mir jetzt nicht weg. Habe ich auch genug. Was sagt sie? Galloport. Der versucht die. Was ist denn das hier eigentlich nochmal für einer? Ein Pionier. Ja, gut. Der Pionier. Ja, also die brauchen unbedingt Werkzeuge. Ich muss hier offensichtlich noch irgendwie eine bessere Werkzeugkolonie oder irgend sowas errichten. Die Werkzeuge herstellen tut, hier drüben. Hier haben wir ja so ein paar Hügelchen. Da könnte das gut klappen. Wenn ich das jetzt so einrichte, dass die auch ein paar Sachen vielleicht doppelt benutzen können. Wobei hier, wenn der den dorthin setzt, kann er die ganzen Berge benutzen. Ist geschützt, ist keine Landstadt und kann hier zwei Städte hinsetzen. Ja, ich glaube, das wäre sogar sinnvoll. Dann könnte er sogar hier, hat da sogar was mehr Holz. Könnte hier die wesentlichen Sachen bauen. Schreiner und alles aus den Städten rüber. Ja, ich glaube, das ist sogar sinnvoll zu machen. Ja. Wo war ich denn beim nächsten Mal? Achso, wir waren hier. Genau. Wir waren hier bei unserem Angriff auf die Indianer. Jetzt ist das natürlich blöd, dass der da lang kommt, weil dann wird er nämlich gleich mein Schiff angreifen. Gehen wir mal hier unten rum. Gut, und Angriff.
Und das ist weg. 1200, das ist doch mein Schatz. Ja, Lima kannst du gerne errichten. Jetzt wird der Schatz weggegeben. 15% kriegt er schon, ne? Und jetzt kann unser guter Soldat hier die Siedlung wieder aufgeben und zum Dragoner werden. Ja, aufgeben bitte. Oh nein, verdammt. Jetzt ist der direkt da vorne gewesen. Verschanzen. So, Werkzeuge. Werkzeuge. Pionier. Noch ein Konvertit. Komm, Farmer werden. 6 Stück. Du hast sowieso so viel Nahrung hier. So viel Nahrung hast, dann... Warum sind hier eigentlich so viele Farmer? Also ehrlich. Ich glaube, die Konvertiten können wir alle mal loswerden hier. Und die Farmer da... Ich brauche gar nicht so viele hiervon. Komm. Die schicken wir mal in die neuen Welt, in die neuen Gebiete und machen dort mit denen neue Siedlungen. Gut, und du hier noch ein weiterer Staatsmann. Was haben wir hier? Ach, das ist unser Waffenschmied. Ja gut. Na gut, die können wir auch mal zum Staatsmann machen. So, gut. Kriege ich denn jetzt eigentlich genügend Werkzeuge raus? 100 habe ich da. Na komm, machen wir zum Werkzeug. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Wo ist er denn? Hopp. Nicht Waffenschmied. Schmied, da. 12 Werkzeuge. So, 36 jetzt. Damit sollte ich doch auch gut was machen können jetzt. Ah, weiter. Nächste Runde. Oh, die Indianer sind abgezogen. Wie gut. Ich habe hier wieder was zu verkaufen. Ja, das Erz verkaufen wir auch. Das andere ist zu logistisch, zu problematisch. Und damit haben wir wieder 3000. Und damit können wir jetzt Segel setzen in die neue Welt. Ja, 40%, ich weiß. Und der Verlag, da fehlt noch was. Und hier wird die Kirche fertiggestellt. Jawohl. Was kann der denn noch bauen? Waffendepot. Ja, können wir ja mal machen, das Waffendepot bauen. Dann haben wir schon mal Vorbereitung für das spätere Spiel. Wenn wir nämlich bald weitermachen müssen. So, Werften sind wir benötigt 100 Werkzeuge. Ja, ich weiß. Oh, Sugeria hat so viel... Ach, deswegen. Weil, vor allen Dingen, weil ich hier diesen Typen hier habe, der halt noch 22 Zucker da benutzt. Du sollst halt noch mehr rummachen. Hier, Schnapsbrenner. Zack. Passt doch. Oh, und da der König erweitert seine Truppen. Ah,
1, 2, 3, 4, 5. Gut. Die müssen hier mal runter von der Insel. Zack. Die Entdeckung des Pazifiks, das gibt's doch nicht. Ich bin endlich durch. Jawoll. Damit bin ich durch. Hm. Und hier sind auch die großen Städte. Jawoll. Ein neuer Indianertrupp. Jawohl, das macht doch Spaß. So, du darfst dort schon mal absetzen. Und jetzt muss ich mit meiner Fregatte erstmal nach unten kommen, damit ich dieses Piratenschiff da wegkriege. Du wirst... Siedler, danke. Na, eigentlich. Ach so, das ist. Ja, das ist ja auch der Soldat, okay. Stimmt. Der Soldat und gleichzeitig unser Werkzeugtransporteur. Na gut, und der macht sich mal auf den Weg da drüben jetzt mal diese mit dem zusammen, diese neue Route da zu gründen. Nämlich die Werkzeugfabrik da drüben zu gründen, damit wir eine zweite Werkzeugfabrik haben. Ah, der Engländer kommt vom Süden, okay. Und die Kirche ist auch fertig. Jawohl. Ja, sieht gut aus. Noch mehr Kreuze. Was baut er denn jetzt noch? So, jetzt hat er die Kirche gebaut. Jetzt hat er das gebaut. Ah. Vielleicht doch ein Schulhaus bauen. Doch ein paar Ställe bauen. Das Trockendock bauen. Tabakladen. Ja, ich glaube mal, den Verlag, den brauchen wir auf jeden Fall, damit wir mehr Glocken machen, ne? Ja, und da fehlen mir immer noch die Werkzeuge für den Verlag. Ich weiß, ich produziere aber auch keine Hämmerchen mehr. Dafür haben wir hier jetzt die schöne Werft. Sehr gut. Jetzt kann ich ordentlich Fregatten selber bauen. 200 Hämmer kosten die. Werkzeuge, 512 Hämmer. Was kann ich denn sonst noch hier machen? Kann ich hier sonst noch irgendetwas bauen, was mir sonst hilft? Die Festung, wie viel bringt die? Wert wird um 200% erhöht. Ich denke mal, das ist sicherlich noch was Sinnvolles, aber erstmal noch kurz vor Schluss, sage ich mal. Jetzt bauen wir Fregatten hier in dem Ort. Sehr gut. Dafür brauche ich die ganzen Werkzeuge vor allen Dingen auch. So, 3, 4, 5. Mist, um einen zu wenig. Ah ja, da geht's nicht weiter. Gut. Dann wollen wir mal gucken. An Land gehen. Und da sind die Azteken. Mit 9 Städten. Ja, wir wollen mit euch in Frieden leben.
Was macht der denn hier? Ach so. Ja, du kannst gleich mal weiterziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Das gibt's nicht. So, kann der jetzt hier Werkzeuge mitnehmen? Hat immer noch 94, okay. Dann. Staatsmann. So. Komm, noch mehr Einheiten. Sieben. Und die letzten Einheiten. So. Da bin ich mal gespannt. Holländer und Engländer haben Frieden geschlossen. Oh, und er greift mich an. Jawohl, das Kaperschiff ist weg. Gut. Schwein gehabt. Das hätte ins Auge gehen können. Das hätte echt ins Auge gehen können. Oh, und warum greifen die mich jetzt hier an? Verdammt, warum haben die jetzt Soldaten? Ey, gerade eben rauchen sie noch die Friedenspfeife und jetzt greifen sie uns an, ne? Also ehrlich, können die nicht warten, bis ich sie angreife? Was sind denn das für Indianer? Also ehrlich, das geht doch nicht. Achso, das ist der Verlag hier gerade. Ups. Ja, neue Ladung Werkzeuge. Okay, dann wollen wir mal wieder unseren Werkzeuglieferanten. Nehmen wir jetzt mal den hier. Zum Pionier machen. Und ab in die Stadt. So. Ja. So, nehmen wir doch erstmal den da und haben Gold und so weiter im Wert von 100 gefunden. Okay. Und dann greifen wir jetzt mal diese Stadt an. Okay, hat geklappt. Und wir greifen die nächste Stadt an. Okay. Aha, da ist also die Stadt. Gucken wir mal so. Dann wird der halt verschanzt. Okay, und der kann jetzt hier wieder einen großen Prediger lernen. Lernen. So, Lehrer. Und du wirst. Du gehst hier rein und wirst Staatsmann. So. 78. Jetzt gucken wir gerade nochmal, wie der Kontinentalgrundreis aussieht. Ja, wunderbar. 871. 871. Das werden immer mehr hier drin. Schauen wir doch mal. Und Angriff. Und die Stadt. Wunderbar. Und das Schiffchen lassen wir da stehen. Gucken wir jetzt mal, was wir da verkaufen können. Wir haben Rum einmal, zweimal Rum. Wir haben jede Menge Zucker. Komm, verkaufen wir auch. Wir haben nämlich immer noch mehr Zucker, als wir hier verbrauchen. Silber warten wir noch mal ein bisschen, bis der Preis wieder steigt. Damit haben wir jetzt ein volles Schiff und bringen das volle Schiff ab zurück nach Spanien.
Ja, und hier warte ich darauf, dass ich die Werkzeuge kriege. Da fehlen mir die Werkzeuge. Und hier werden sie mir demnächst auch fehlen. Da muss ich mal eine hunderte Ladung Werkzeuge mitnehmen. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder ein Indianerangriff. Ja, wo ist dies doch? Na, Gott sei Dank. Damit sind die Indianer wieder besiegt. 50 Pferde verloren nur. Ja, ich weiß, es fehlen die Werkzeuge. Und ja, Nutzholz liegt bereit. Ja. Was kannst du denn sonst noch machen, außer Nutzholz hier? Bisschen Felle machen oder so? Ach komm, Holz, Holz, Holz. Gut, was macht der hier Schönes? Der nimmt sich mal die 54 Zigarren, nimmt er mal mit. Und, ach komm, nochmal 100 Zucker. Weil sonst quillt das hier mit dem Zucker über. Dann wollen wir mal ab. Nächstes AT. Ah, shit. Verdammt. Jetzt ist der Reiter da reingegangen oder was? Das darf nicht wahr sein. Oh, nee. Wo ist er? Wo ist die? Da, mein letzter Dragoner. Und. Jawohl, besiegt. Eigentlich solltest du doch die Werkzeuge drüben hinliefern. Aber will er wohl nicht, oder wie? Naja, dann wirst du halt jetzt erst noch eine Runde Staatsmann. So. Ah, da oben ist doch schon eine wieder und holländische Galeone entkommt. Mist. Naja, wir halten dort fest. Oh, jetzt hat er die. Ah, der hat mir der die Lücke jetzt gerissen. Na gut. Rumparty, Suggeria Rumparty. Warum habe ich eigentlich noch kein Zollhaus gebaut? Nee, ich will den Rum ja gerade noch verkaufen. Na gut, dann. Den Ring küssen. Ach, genau jetzt, wo ich den verkaufen wollte. Das gibt's nicht. Mensch. Toll. Rum ist eh schon so niedrig. Oh Gott. Kriegt man eh kein Geld mehr für. Ja, gut. Also, rekrutieren vielleicht. Ich glaube, wir könnten noch mal was rekrutieren, weil eine Fregatte kriege ich ja noch und außerdem brauche ich, glaube ich, frische Siedler hier. Meister Weber. Noch einen freien Siedler jetzt. Was haben wir hier noch? Na gut, dann den Meister Weber. Nee, noch einen freien Siedler. Und noch einen freien Siedler. So. Segel setzen mit 4 Stück. Gut, und die nächsten Werkzeuge sind wenigstens fertig.
Wo ist denn das? Wo ist denn der Typ hier? Da. Du gehst mal dahin. So. Schanzen. Naja, wenn die hier meinen, dass sie vorbeiziehen können, dann sorgen wir mal dafür, dass die Schiffe halt zerstört werden. Und wieder zurück. Damit kannst du wieder nichts verkaufen. Hier nicht irgendwo auch noch eins? Ich glaube, das ist durchgezogen, ne? Na gut. So, jetzt müssen wir den... Jetzt müssen wir erstmal diese... Die Werkzeuge rüberbringen. Jetzt wieder Staatsmann werden. So. Das Schiff kann den ganzen Kram hier mal entladen. So, warum baue ich eigentlich kein Zollhaus? Da, Zollhaus soll da bauen, nichts als anderes. Wenn ich das Zollhaus habe, dann brauche ich hier die ganzen Sachen nicht mehr verkaufen. Dann kann ich auch endlich mal die ganzen Partys machen. Wo haben wir den denn? Da haben wir ihn. Wache an Bord gehen. Gut. So. Und weiter. Nächste Runde. Zigarren gestiegen. Ja, du brauchst die Werkzeuge. Pferde hast du auch. Gut. Und da ist John Paul Jones. Jawohl. Eine weitere Fregatte, ohne dass ich sie kaufen musste. Sehr gut. Und jetzt bringen wir erstmal die Werkzeuge rüber. Und wieder ein Angriff auf die Azteken. Gut. Festigen. Ach, da oben ist ja noch eine Stadt. Sorgen wir mal dafür, dass die hier alle schön befestigt sind und alles, was bei ihm vorbeizieht, abgrasen. Da oben ist noch einen. Okay. So, wen nehmen wir denn jetzt mal? Also. Bartolomé Lacasse, Religionsberater. Was macht der? Alle indianischen Konvertiten als freie Siedler aufgenommen. Okay. La Salle weiß ich. Janewit. Nation. Was? Wird der Handel mit Kolonien anderer Nationen aus dem Inhalt berichten? Mhm. Gut. Was war das nochmal? Ah ja, die Konvertiten. Genau, das machen wir mal. Dann können nämlich die ganzen Konvertiten jetzt mal zu normalen Leuten werden. Zu normalen Siedlern. Da ist schon der nächste Farmer wieder. Damit können wir doch jetzt hier diesen Farmer aus dem... Nein, du bleibst Staatsmann. Aus dem Schulhaus wieder raustun. So. Und Siedler werden lassen. Ich glaube, hier brauche ich nämlich noch einen Farmer wieder. Ja, da brauche ich nämlich den Farmer wieder zurück. Regenwald, Nadelwald, Regenwald, Tropenwald. Hm.
Hier, zack. Werkzeuge. Abliefern. Und was kann er noch machen hier? Warten, bis es gebaut hat. Während er da wartet, kann er Staatsmann sein. Da haben wir eine Gruppe von frischen neuen Siedlern. Gleich mal in die Hauptstadt, in die neue Stadt hier bringen, in die Hauptstadt bringen. Können die nämlich ausgebildet werden. Oh, eine Fregatte. Er hat eine Fregatte. Dann wollen wir mal Angriff. Und damit ist er weg. Und wir greifen dieses Aztekendorf wieder an. Und es ist weg. 15.000. Ohohoho. Jawohl. Der Mega-Schatz der Azteken ist in unsere Hände gefallen. 15.000. Mann, wo sind sie denn jetzt, die Azteken? Da. So. Experte, du darfst eine Stadt gründen. Buenos Aires, ja. Buenos Aires, schöne Stadt. Ja, komm, so. Und ab, rein und 22%. Oh, das tut jetzt weh. Das tut jetzt weh, aber 11.000, hoho, es hat sich gelohnt. Dafür kann ich mir eine Menge neuer Pferde holen. Das ist nämlich auch das, was als nächstes gemacht wird. Hier, komm, der Herr, Soldat, wird Soldat, ja, löst die Siedlung wieder auf. Haben die eigentlich hier ein Schulhaus oder so? Nee, haben sie gar nicht. Ich brauche nämlich hier so ein... Muss nämlich hier mal den Erz... Da, den muss ich nämlich... Den Erzbergarbeiter, den muss ich nämlich mal hier rausnehmen aus der Siedlung. Der sollte nämlich mal da... Hier jetzt nämlich in die Schule geschickt werden. So... Siedler, dann kannst du nämlich auch Staatsmann werden. Siedler, und du wirst auch Staatsmann. Züchten wir uns nämlich hier so unsere Staatsmann-Truppe ran. Und Rum ist so billig, es bringt mir gar nichts, die noch extra zu machen. Und ich weiß gar nicht, was ich mit den anderen hier jetzt noch machen soll. Was könnte ich denn mit denen hier noch machen? Zucker, Lebensmittel. Komm, Lebensmittel sind auch immer gut. Na gut, und du kannst nur noch Rum machen. Gut, dann machst du halt Rum. Wunderbar. Also, ich habe einen wunderbaren Indianerschatz gekriegt und endlich ist der Verlag fertig. Das geht doch schon was. So, Verlag ist fertig. Dann kannst du jetzt worum kümmerst du dich? Zollhaus wäre natürlich prima. Dann kann er nämlich gleich die Zigarren verkaufen, ohne dass ich hier jemals noch was machen muss. Ja, deswegen Zollhaus. So.
Und die Werkzeuge nehmen wir ihm aber gleich wieder weg, weil die werden jetzt, wie da gestehen, in der anderen gebraucht, in der anderen Stadt gebraucht. So. Und hier gibt es einen neuen Siedler, jawohl. Nochmal 11 Nahrungsmittel und gleich mal, zack, Staatsmann werden hier. Ja, bei 26 Nahrung ist das ja auch, glaube ich, kein Problem. Oh, jetzt fängt er aber wieder an hier, ne? Was nehmen wir denn jetzt hier mal mit? So, erstmal Zigarren nehmen wir wieder mit und Pelze nehmen wir mit. So. Und dann kannst du erstmal deinen Weg zur anderen Siedlung machen. Und ihr könnt erstmal alle hier an Bord gehen. Ups, da ist noch ein Mist. Warum sind die verschanzt? Und der hier, ah ja, der kann auch noch genügend einsammeln. So, Rum, Silber und die Zigarren nimmst du auch noch mit. So. Dann ab nach Spanien damit. Oh, jetzt kann er sich bewegen, oder was? Na toll. Jetzt geht das nicht mehr mit meinen hier. Hier oben ist Barbados, der Engländer. Und Angriff auf Kanone. Und da muss ich schon wieder zurück. Warum versenkt er die denn nicht mal? So, unser Erzmännchen, das wollte ich zum... Ah ja, gut, passt doch. Erzmännchen wollte ich zum Lehrer machen und den hier zum Staatsmann, damit die zweite Truppe hier nämlich auch mal langsam ordentlich wird. So, einmal Lehrer. Zack. Und... Du wirst hier Staatsmann und dann kann ich nämlich den hier rausnehmen und zum Siedler machen. Ne, zum Pionier machen. So, nochmal 50 Werkzeuge raus. Und du wirst auch Staatsmann hier und perfekt. Können wir nämlich die nächste Werkzeugtruppe hier drüben hinbringen, um da einfach auch mal ein bisschen was hinzubringen. Vor allen Dingen, wen nehmen wir denn da? Warum haben wir jetzt einen normalen Siedler genommen, ne? Gut. Oh, da ist ein Schiff durchgezogen. Na, Pferde kriegt er nicht. Na, ihr kriegt keine Pferde. Kann nicht wahr sein. Jetzt wollen die Pferde haben. Nee, nee, nee. Pferde gibt es nicht. So, Waffendepot.
der jetzt auch noch ein Zollhaus baut, dann kann ich hier vielleicht auch noch ein paar Sachen verkaufen, ne? Ich denke mal, wir können anfangen, Artillerie zu produzieren. So, im Hintergrund. Oh, der ist aber kräftig dabei jetzt. »46 als Geschenk, okay.« Verdammt, ist der entkommen. Und nochmal. Schon wieder entkommen. Okay. Naja, so, wir gründen unsere zweite... Wir können nicht gründen. Oh, das ist ja... Konvertiten können keine Siedlung gründen. Mann, wie blöd ist das denn? Oh nein, och Mann. Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Konvertiten können keine Siedlung gründen. Zollhaus. So, der baut doch nach dem Verlag sowieso nichts anderes, nichts mehr. Also. Komm, also den zum Siedler machen. Und den zum Siedler machen. Ihr habt eh schon so viel Nahrung. Lieber dafür, dass hier mehr Freiheitsglocken kommen, damit hier mal mehr Konvertiten kommen. Mehr Leute da drin sind. So. So. Wie sieht's mit denen aus? 544. Ja. Staatsmann. So. Hast du jetzt auch noch ein paar mehr Freiheitsglocken? Wunderbar. Wie viele Pferde haben wir hier? 100, okay. Jetzt könnten wir sogar, glaube ich, einen rausnehmen. Zum Speer machen, nimmt er die Pferde mit und kann er nämlich auf die andere Kolonie verteilen. Dann haben die nämlich das auch noch. Gut, dann müsst ihr halt dort warten, beide Konvertiten. Du musst deine Werkzeuge mal hier für das Zollhaus hier hinbringen. Da ist die Aztekenhauptstadt, okay. Na, dann wissen wir ja schon mal, wo wir demnächst hingehen. Also, das war's mal wieder mit dem Angriff. Verkaufen wir. Verkaufen wir rum und nochmal verkaufen. Gut. So. Was fehlt mir denn jetzt noch?
noch ein paar Leute rekrutieren. Einen Meisterweber. Wie wär's denn mal mit irgendwas? Ne, wenn ich rekrutiere, kostet mich das 400. Ja, dann rekrutieren wir mal einen freien Siedler. Noch einen Silberbergarbeiter. Ich habe aber kein Silber mehr. Gut, wenn ich jetzt ausbilden lassen will. Erzbergarbeiter will ich ausbilden lassen. Okay. Er ist aber so billig, ne? Ein Waffenschmied. Ein Meisterschmied. Ich denk mal, den Erzbergarbeiter, den kann ich kaufen. Den kann ich kaufen. Da, neben einen, dort auch einen. Und den Waffenschmied kann ich ausbilden. Lassen wir mal noch einen. Okay, Meister Waffenschmiede. Nein, nicht Waffenschmied. Meister Schmied. Wo ist denn der Schmied? Hier, 1050. Da. Ja, nehmen wir den jetzt. Komm. Und ansonsten, was haben wir hier sonst noch? Hunderter Ladung, Waffen. 900. Ja, ich denke, das können wir noch mitnehmen. Zack. Wir könnten auch noch der geht ja sowieso da drüben hin. Könntest du noch mit Pferden ausgestattet werden? Sind gerade billig. Kannst auch mit Pferden ausgestattet werden. Ja, sind gerade schön billig, die Pferde. Also, Segel setzen und damit haben wir alle schön auf Pferde gesetzt. Jawohl, und rüber. Oh, Zigallo ist weiter. Jawohl. Über 50% jetzt, weil ich Leute entlassen habe. Dementsprechend sind die jetzt alle ein bisschen produktiver. Das ist gut. Ah, und. Ja, gut. Und natürlich Zollhaus gebaut. Ja, gut. So, damit haben wir schon mal das Zollhaus. Und jetzt können wir. Die Kathedrale hier. Produktion von Kreuzen erhöht sich. Zudem können mehr Kolonisten als Prediger eingestellt werden. Gut, eine Kathedrale. Wie viel ist denn die? 100 Werkzeuge. Da müsst ihr aber richtig viele Kreuze jetzt machen, ne? Ne, komm, wir bauen Fregatten. Die brauchen wir nämlich, die Fregatten. So, und wie machen wir das jetzt mit dem Zollhaus? Wo haben wir denn unser Zollhaus? Da. Ach, genau. Einmal draufklicken und jetzt kann man erkennen, was man verkaufen will. Also, Zucker, Tabak, Baumwolle, Felle wollen wir verkaufen, Duftholz nicht. Erz wollen wir auch nicht verkaufen. Silber verkaufen wir. Pferde, Rum, Zigarren. Ne, Pferde nicht. Rum, Zigarren, Stoff, Mäntel. Okay. Ja, ist doch gut eingestellt. Ja, wunderbar. Genau so soll's gehen. Ja, dann kann ich ja auch die Sachen auch gleich mal hier hinpacken. Dann muss ich ja gar nicht mehr hier hin. Wunderbar. Dann nehmen wir jetzt nochmal mit dem Siedler hier nochmal die letzten Werkzeuge mit. Pionier. Und gehen mit dem auch gleich an Bord dieses Schiffes. An Bord gehen.
Nee, das ist falsch. Der soll an Bord gehen. Es können auch beide an Bord gehen. Das ist ideal. Dann gehen halt beide an Bord. Und jetzt kann das Schiff nämlich wieder rüber. Zack, 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 so. Gut, also da hinten ist die Aztekenhauptstadt. Ich habe sau viel Geld, was ich damit mache. Wahrscheinlich nochmal zwei Fregatten kaufen, aber es ist schon sau spät wieder, also lang genug gespielt. Und daher verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Euer Captain.